Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gehen wir zusammen wieder die monatlichen Favoriten durch. Und ich kann schon kaum glauben, dass schon wieder ein Monat um ist. Und es ist umso erschreckender, wie schnell die Zeit doch fliegt. Ich bin heute ein bisschen hier mit einer Brille. Also wenn die spiegelt, tut mir leid, aber das ist meine Brille. Und die funktioniert auch. Also die hat auch Nutzen. Also, nur ich hatte heute keine Lust auf Kontaktlinsen. Also, gehen wir heute mal die Favoriten durch und fangen einfach mal an. Wie immer bei meinen monatlichen Favoriten nehme ich als erstes immer die Make-up-Produkte durch. Und da fangen wir doch gleich erstmal an mit den Retro Matte Lippenstifte von der Firma MAC Cosmetics. Ich habe jetzt hier mal vier Farben, zum Beispiel diese hier. Das ist jetzt All Fire Up. Und habe dann auch noch Relentlessly Red, Flat Out Fabulous und Dangerous zum Beispiel jetzt an der Hand. Verschiedene Rot- lila Nuancen. Wunderschöne Textur, unheimlich hochpigmentiert, wie immer bei den matten Lippenstiften. Man muss jedoch beachten, dass die sehr stark die Lippe austrocknen können. Kann heute nicht reden, egal. Also vorher gut die Lippen eincremen, Conditioner benutzen und dann dürfte sich das auch relativ gut handhaben. Aber ich liebe die Farben, ich liebe die Textur. Und deswegen sind sie meine monatlichen Favoriten. Als nächstes habe ich von der Firma Bobbi Brown. Und zwar sind das die Pot Rouge for Lips and Cheeks. Und zwar sind das so kleine, wunderbare Cremetöpfchen, wie dieses hier. Und das sind eigentlich im Cream Blush. Kann man aber auch wunderbar für die Lippe benutzen. Ihr seht hier, super pigmentiert und lässt sich gut einarbeiten, schön einblenden. Und sind nicht zu feucht und nicht zu glitzerig vor allen Dingen, was ich sehr, sehr mag. Weil oft neigen Make-up-Firmen dazu, bei cremigeren Texturen dann auch gerne mal so einen Schimmer mit reinzubauen. Und das brauche ich persönlich nicht immer. Und wie es halt auch draufsteht, auch für die Lippe kann man die wunderbar benutzen. Und deswegen ein wirklich gutes Produkt, was ich euch empfehlen kann. Als nächstes Produkt habe ich von der Firma Make-up Forever und zwar ist das HD High Definition Powder. Das ist ein loses, transparentes Puder und es ist ultra fein. Ich mache es jetzt mal vorsichtig auf, weil das fliegt mir sonst überall herum und dann von der Kamera. Seht ihr das? Das raucht. Seht ihr das? Das sieht aus, als ob das raucht. Ich hoffe, man sieht es. Wenn nicht, es raucht. Also es sieht aus, als ob es raucht. So. Ganz puderfein. Wie gesagt, transparent, sieht erstmal weiß aus, aber sobald es auf die Haut kommt, sieht man nichts davon. Ganz tolles Produkt, kann man wirklich auf jedem Hauttyp verwenden, hinterlässt keinen Graustich auf dunkelhäutigen Damen. Und HD, also sogar für eine HD-Kamera tauglich, man sieht es nicht. Und geht super mit meiner Lieblingsfoundation, die auch von der Firma Make-up Forever die HD Foundation ist. Als nächstes Produkt sind es generell die Wimpern von der Firma Red Cherry. Das sind jetzt hier die 80er von der Firma Red Cherry. Die sind schon benutzt, deswegen sehen die so ein bisschen komisch aus. Aber 100% menschliches Haar, kein Tier wurde dafür gequält und Echthaare sind einfach nochmal, sehen schöner aus, sind nochmal ein bisschen einfach anspruchsvoller. Die haben auch sogar das mit diesem klaren Band, so wie das zum Beispiel auch MAC Cosmetics hat. Die haben halt so ein klares Band. Deswegen sind die sehr, sehr leicht aufzutragen und gibt es wirklich in gefühlten 500 verschiedenen Variationen. Ganz toll ist vor allen Dingen der Preis daran, weil ja auch oft Leute von da draußen, ihr da draußen, mir immer sagt, nimm doch mal auch günstigere Produkte, weil du nimmst immer nur so teure Sachen. Das ist ein günstiges Produkt. Die kriegt ihr zum Beispiel im Internet für 2 Euro, 2,50 Euro so in dem Dreh. Also wirklich nicht teuer und ich benutze die super gerne auch für wirklich klasse Fotoshootings, weil die einfach wirklich wunderschön sind und deswegen kann ich sie jedem von euch gut empfehlen. Als nächstes Produkt ist es etwas, was eigentlich viele von euch wahrscheinlich kennen, aber vielleicht auch der ein oder andere nicht und deswegen erwähne ich es nämlich mal. Das ist der Brush Cleanser von der Firma MAC Cosmetics. Ich habe viele Brush Cleanser ausprobiert von verschiedenen Firmen. Es ist wirklich mein favorisierter. Er macht die Pinsel wirklich ganz schön sauber, bringt wieder weiße Pinsel dazu, auch weiß zu sein. Ist manchmal wirklich ein, ganz schön schwieriges, eine ganz schön schwierige Angelegenheit, weiße Pinsel auf weiß zu halten.
Der schafft das. Der schafft das wirklich. Ich habe auch ein Video, wie man Pinsel oberflächlich reinigt, auf meiner Seite. Also wenn ihr da nochmal hingucken wollt, wie man einen Pinsel reinigt, dann empfehle ich euch dieses Video. Und sonst, der hat Conditioner mit drin, der hat also auch pflegende Sachen mit drin, der hat reinigende Sachen mit drin und Desinfektionsmittel drin. Also ein ganz tolles Produkt und geht super mit meinem nächsten Produkt, was ich euch gleich präsentieren werde. Und zwar sieht es so aus. Der Brush Cleanser ist super für Pinsel. Und das sind die neuen Pinsel von Rain Goss. Ich habe ja schon darüber eine Review gemacht, einen kleinen Überblick, wie diese Pinsel aussehen und wie die so sind. Und ich habe jetzt schon ein bisschen mehr damit rumgespielt, aber immer noch nicht so viel, dass ich jetzt wirklich eine Detailreview geben kann. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie definitiv in meinen monatlichen Favoriten drin sind, weil die sind einfach genial und die sind schon überall ausverkauft. Und wenn ihr da eure Hand mal ranbekommen solltet, es ist wirklich eine super Investition. Ich liebe diese Pinsel. Gerade dieser hier, das ist der Nummer 2. Ein wunderschöner, ganz weicher Blushpinsel. Ganz, ganz toll. Ich habe darüber, wie gesagt, eine kleine Review gemacht, wenn ihr da auch nochmal gucken wollt. Ist das letzte, vorletzte, irgendwie sowas Video von mir. Also einfach mal angucken und ganz, 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 ganz tolle Pinsel und wärmstens von mir empfohlen. So, als nächstes Produkt habe ich von der Firma Shuumura Skin Purifier. Irgendwie so. Ist ein High Performance Balanced Cleansing Oil. Also ein Klick und ihr seht, ich bin schon fast alle hier. Das ist der Wahnsinn, dieses Zeug. Man nimmt 3 Pumphübe. Schmiert sich das in die Hände, über das ganze Gesicht. Ich mache das abends, nehme damit mein Make-up ab, also dementsprechend super für Make-up zum Entfernen, auch sogar wasserfestes Make-up. Schmier mir das über das ganze Gesicht, dann nehme ich ein bisschen Wasser in die Hand und reibe mir das übers Gesicht, dann wird es so milchig und zieht wirklich den ganzen Dreck aus den Poren, den ganzen Make-up kommt runter. Ganz, ganz tolles, tolles Öl. Ich liebe Cleansing Oils. Also ich habe auch eins zum Beispiel hier von der Firma MAC Cosmetic, habe ich auch eins. Aber das von Shuumura ist einfach echt was ganz Besonderes. Ist nicht ganz günstig. Ich glaube, dafür habe ich 80 € oder sowas damals bezahlt. Und es ist auch ein Import. Also es gibt es in Deutschland, habe ich das zumindest so noch nicht gesehen. Und ist aber wunderbar. Und wer die Firma Shuumura kennt, der weiß, dass sie ganz tolle Produkte herstellen. Und das ist eins davon. Und wieder von mir empfohlen. Als nächstes Produkt habe ich für euch von Dr. Hauschka mal was. Und zwar ist es die Reinigungsmaske. Ganz tolles Teil. Ich liebe Masken ja generell. Ich bin ja so eine kleine Spa-Nixe. Das bedeutet, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, was nicht oft vorkommt, dann gönne ich mir auch mal ein bisschen Zeit für mich selbst. Das bedeutet, mach mal ein bisschen mich fein, geh mal vielleicht in die Badewanne und leg mir auch gerne mal so eine Maske auf. Und diese Reinigungsmaske, die ist ganz, ganz toll. Ich muss dazu sagen, die sieht aus, als ob man sich Dünnpfiff ins Gesicht schmiert. Also es ist jetzt nicht optisch die schönste Maske, aber sie tut, was es soll, nämlich reinigen. Und da nehme ich immer davon einen Teelöffel voll und dann nehme ich noch ein bisschen, die haben auch so einen Gesichtstonikum, davon spritze ich auch ein bisschen mit rein, dann mit Wasser anrühren, dass es so eine Paste wird, drauftragen und wirklich 15, 20 Minuten lang einwirken lassen. Macht einfach wirklich eine strahlende Haut und gerade so jemand wie ich, der oft Make-up trägt und auch gerne mal viel Make-up trägt, für den ist es ganz wichtig, seine Haut reinzuhalten, weil sonst sieht man einfach irgendwann aus wie ein Streuselkuchen, das will man nicht. Und deswegen braucht man sowas. Ob es das ist, weiß ich nicht, aber ich nehme die und die ist super. Als nächstes Produkt habe ich für euch von der Firma Glynd und zwar ist es die Spider Cream. Das ist ein Haarwachscreme-Gedöns, irgendwas, auch schon wieder fast alle. Ich habe ja relativ langes Kopfhaar hier oben. Ich habe es heute ein bisschen versteckt, also so sieht es eigentlich aus. Hier oben ein bisschen länger, an den Seiten kurz. Aber das Ding ist einfach, dass oben die Haare bei mir ganz gerne kreuz und quer wachsen. Ich habe unheimlich viele Wirbel da drin und ich brauche ein gutes Haarprodukt, das es auch hält. Und das tut's. Das ist echt wunderbar. Ich liebe den Geruch davon. Das riecht so... so ein bisschen Apfel-Huba-Buba. Aber ganz, ganz angenehm. Ich mag den Geruch, ich mag aber vor allen Dingen auch die Konsistenz und ich mag den Halt. Es bringt keinen unheimlich großen Glanz in die Haare, was ich auch bevorzuge, weil ich nicht diesen Wet-Look mag bei mir. Und ein ganz tolles Haarprodukt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Probiert's aus, ist wunderbar. Empfohlen von mir. So, kommen wir zum letzten Produkt. Und das ist jetzt wahrscheinlich für einige von euch ein wenig... ein überraschendes Produkt, und zwar sind das Augentropfen.
Visin-Augentropfen sind dafür super, wenn man so Rötungen in den Augen hat zum Beispiel. Und ich benutze die immer bei Models, bevor ich mit denen Shooting mache. Gerade wenn du ein Beauty-Shooting hast, eine Großaufnahme oder sowas, und du hast davor 1,5 Stunden ein Model geschminkt. Ich habe jetzt letztens ein Shooting gehabt, da werde ich auch demnächst die Fotos von auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen. Also wenn ihr auf Facebook noch nicht bei mir seid, liked es bitte jetzt. Unten in der Infobox findet ihr den Link. Und wenn man Beauty-Shootings macht und dann hat man stundenlang im Gesicht rumgeschminkt, dann kommt es oft vor, dass die Augen gerötet sind und das ist wirklich nicht sehr schön für einen Fotografen, das zu retuschieren. Und dementsprechend sind diese Visintropfen wirklich super. Einfach jeweils einen Tropfen rein, kurz die Augen zulassen, es einwirken lassen und es hilft wirklich dabei, diese Rötungen, diese kleinen Äderchen zu reduzieren. Und jetzt auch gerade bei dieser Jahreszeit generell neigt jetzt einfach die Haut stärker zu Rötungen und so auch die Augen und dafür ist es dann wunderbar. Und das kann man super mal nehmen, wenn man dann klare, frische, offene Augen benötigt und ich mag's sehr gern. So, und das war's auch schon wieder mit meinem monatlichen Favoriten für heute. Und ich hoffe, da waren ein paar Produkte dabei, wo ihr vielleicht noch nicht was von gehört habt und wo ihr jetzt vielleicht Interesse gewonnen habt. Und wenn ihr noch mal wissen wollt, was ich da heute alles euch erzählt habe, dann guckt doch einfach mal noch in die Infobox rein. Da habe ich in der Regel alles aufgeschrieben und probiere da auch wirklich euch alles detailliert hinzubringen, damit ihr eine gute Übersicht habt. Generell freue ich mich natürlich auch über jegliches Kommentar, was ihr mir mal da lassen wollt. Das wäre sehr nett. Ich mag es gerne von euch, ja, Kommentare zu lesen und Inspiration zu bekommen für Videos. Ich habe auch so eine kleine Liste, wo ich dann immer so ein bisschen das sammle und probiere halt, so gut es geht, die Wünsche irgendwie aufzunehmen. Aber das ist halt leider so. Ich bin sehr, 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 sehr stark beschäftigt berufsmäßig und komme kaum dazu, privat immer zu machen. Und dadurch, dass ich bei YouTube noch neu bin, ist das nun mal ein Hobby noch. Und dementsprechend kommen noch nicht so viele Videos. Aber es wird mehr, versprochen, versprochen, versprochen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wenn ihr dieses Video gemocht habt, dann liked es bitte. Gibt es einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ich glaube es auch gar nicht. Wir sind jetzt, also weiß nicht, wann das Video hochgeht, aber jetzt zumindest sind wir knapp an die 300 dran. Und das ist unglaublich. Also ich poste jetzt seit knapp 2 Monaten regelmäßig Videos und bin jetzt schon an 300 Abonnenten. Und das freut mich unheimlich. Ich bin da sehr, sehr, sehr stolz auf mich und unheimlich dankbar euch gegenüber. Also vielen, vielen lieben Dank, die ihr mir Interesse entgegenbringt. Jetzt aber, wie immer, an dieser Stelle. Und Entschuldigung, folgt mir auf Instagram, Tumblr, Twitter und Facebook. Links wieder wie unten, da in der Infobox und so. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen.